Hallo, hallo. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Hi, Gizmo. Ja, hi, Andy. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Ja, Ripley. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Hi, Schatz. Ende der Durchsage. Ich habe keine Ahnung, warum das da oben steht. Status 403. I don't know. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht so geht wieder. Sie dann endlich Frieden. Endlich beginnen wir mit Alien nach 100.000 Jahren. Ich muss gleich sagen, ich spiele auf Anfänger, weil ich sowieso nicht kann zu schleichen. Uiui. Und jetzt? Ziehen Sie sich an. Gut. Helling ein paar Schlapfen. Ja, Schmiedchengleiche. Gibt's hier was zum Anziehen? Gibt's hier was zum Anziehen? Wir retten. Das Klo kann man nicht benutzen.
Aber ich kann duschen. Zum Glück war ich noch nicht angezogen. Wir sind übrigens zurück aus dem Urlaub, wenn ich noch nicht gemerkt habe. Wo kann ich manuell speichern? Hier? Vom Rundreiseurlaub, so ein bisschen. Eine kleine Rundreise war es. Ich habe was zum Anziehen gefunden. Zieht sich an, habe ich ja gerade. Hallo? Ich bin gerade angezogen. Was willst du von mir? Ich laufe gern nackt durch die Gegend. Ich hab mal eine Karte. Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Sprechen Sie mit Samuels. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir sie finden. Auf die Karte. Haben wir irgendwo Samuels? Sprechen Sie mit Taylor. Haben wir nicht geschafft. Taylor. Dann gehen wir mal zu Taylor. Bin ich richtig? Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Bist du Samu? Taylor, Samu? Guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Du schaffst ihn nicht auch? Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland-Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten. Ich sehe bei dir den Mund tut rein leid. Und hinten wieder raus. Das ist irgendwie so. Hallo Daniel, weiß, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Sprechen Sie mit Taylor. Taylor hat mich ja irgendwo gehabt. Who the fuck is Taylor? War doch gerade Taylor, oder? Ach Gott.
Achso, Ziel abgeschlossen. Grüß dich. Hängt aber komisch da. Dickes Hemd. Die Brücke. Was, das ist Taylor Swift? Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. Übrigens, wir haben einen Member auf dem Mann, sie müsste eigentlich wieder hier. Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Leon sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Corner Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Member of the Month wirst du, indem du hier Punkte sammelst, Archies. Indem du gewinnst, zum Beispiel Ausrufezeichen Boss kann man spielen und flippen kann man. Du musst eigentlich ausschauen von deinem Bug, kannst du mal schauen, wie viele Punkte du schon hast. Also Bugs du schon hast. Und der die meisten Bugs hat am Ende des Monats, ist ein Member of the Month. Hab ich vergessen, was ich machen muss. Was wir machen? Hallo? Hat irgendwer was gesagt, was ich machen muss? Sammeln Sie Ihre Einsatzdokumente ein. Okay. Wo immer die auch sind. Hier. Pferda. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten. Nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Archie, ich weiß, du bist oft bei Rolli. Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Unser letzter Verkehrsüberwachung. Sie befördern vertraglich drei Passagiere für Wayland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Ach, er ist wieder da! Marshall, Torrens hier, bitte um das habe ich nicht mitbekommen. Oh Gott. Das habe ich echt nicht mitbekommen. Dass du Ache bist. Schön, dass du da bist, freut uns. Wahnsinn. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens nee, ich bin nicht der Schnellste. Ich bin heute sehr langsam. Ich habe heute den ganzen Tag arbeiten müssen. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Ich habe mir oft ein ganzes Scheunentor vor dem Auge. Wenn Sie sich an meine Anweisungen hier gleich mal ein Herzchen für unseren Gartenache. Was ist hier passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das. Klar. Archie. Einfach weiter. Taylor, Ripley, Moment. Gibt es gleich wieder wer? Samuel! Irgendwer, antworten Sie! Okay.
Du bist der einzige Überlebende, das heißt ja so. Ja, Andi, was Schatz hier schreibt, stimmt. Es ist okay. Nach einiger Zeit tut es mir hinter den Ohren, wie vor allem beim Heimfahren. Hat es mir schon echt wehgetan. Ich hab's mir irgendwie komisch hinter das Ohr geklemmt. Ich muss mal unser Abo hier abonnieren. Neu machen. Oh, wir haben eine Katze, die tanzt. Hey. Kiel, cool. So, jetzt habe ich hier unsere Emojis wieder freigeschaltet. Meinen Gizmo und Miras Katze. Und weiter geht's. Suchen Sie Hilfe. Da ist was. Herr Leon! Hey, dass du da bist. Ja, Daniel, das Raumschiff ist im Arsch und ich bin anscheinend der Einzige, der überlebt hat. An Registrierungspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Kann ich hier speichern? Wo denn? Wo ist denn der Registrierungspunkt? Bist du einer? Ah, hier kann ich speichern. Ja, hat ja auch hier. Ja. Aber nur ein Speicherstand? Ich finde ihn nicht in Ordnung. Naja, er hat ja auch Raumanzugang hier. Ist da jemand? Oh. Was? Warnung, Sebastian. Sowohl Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Ha
So schlimm ist er nicht, Daniel. Ich liebe ja den Film. Also ich liebe eigentlich 1 und 2 sehr. Teil 3, jo, Teil 4, noch mehr, jo. 1 und 2 ist sehenswert, 3 und 4 muss man nicht gesehen haben. War ich hier schon mal? Ja, hier war ich schon. Das ist die Notfallschleuse. Die Schneuse vor allem. Kopfschmerzen ist scheiße. Ich bin total verspannt, Alter. Mein Joystick macht hier alleine. Ich habe das gleiche Problem wie Schatzi mit ihren Controllern. Hier! Hallo! Was machst du? Das ist mein Last of Us Controller. Das wird schon hinwerden hier. Ich glaube, weil Daddy dir ein Abo geschenkt hat, Daniel. Ich glaube, du bist Abonnent. Eddie hat, glaube ich, jeden Abo geschenkt. Hier, muss einen anderen Controller nehmen. Scheißdreck. Ja, nicht jeden, aber vielen. Naja, ist der Gizmo, ja. Leon. Daddy hat 11 Abos verschenkt, der Wahnsinnige. Zu je 5 Euro. Rechnet euch das um. Und wahnsinnig meine ich im positiven Sinn. Ich rieche die ganze Zeit. Aber wo haben wir noch nicht drin? Okay, meine deine. Es geht einen Monat. Einen Monat. Jetzt hast du den. Das müsstest du auch den Gizmo haben, diesen Emote. Der ist für Abonnenten. Das könnte da tödlich ausgehen. Flucht nochmal. You always know. Was? Mir gefällt hier nicht. Und ich habe mein Abo. Oh, danke, danke, Leon. Vielen, vielen Dank. Hättest du anzeigen können, dann weiß das denn jeder. Was ist eigentlich dies? Was wollen wir denn? Alles. Gott.
Nichtsdestotrotz weiß ich seit The Last of Us 2, dass es wichtig ist. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Immer diese Schmierereien hier. Keep moving. Okay, Leon, danke, dass du da warst. Gute Besserung. Nacht. Hallo? Ist da wer? Ist da jemand? Die Tür ist zu. Strom wiederherstellen. Das werden wir doch schaffen. Vielleicht. So, vielleicht aber auch nicht. Ist live vor. Was? Durch Nutzung des Terminals wird die Karte mit unerforschten Gebieten aktualisiert. Das weiß ich. Das habe ich schon mitbekommen. Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Ja. Schön. Wie denn? Wieder habe ich nichts. Man hat echt nur einen Speicherstand, oder? Junge, das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss auf jeden Fall hier was machen. Aber hier kann ich nichts machen. Jetzt ist kaputt. All kaputt. Stellen Sie den Strom wieder her. Ja, schön. Inventar.
Aspirin, Müsli, Wasser, Zahnpasta. Bringt mir gar nichts. Ist alles zu. Strom wiederherstellen. Geht aber nicht. Ich gehe jetzt auf einmal. Wahnsinn. Langley, falls du unsere Sachen suchst, ich habe sie woanders hingebracht. Wir haben alles offen liegen lassen. Da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem der Lagerräume versteckt. Wir sollten es finden können. Der Code ist 0340. Keine Panik, niemand geht mehr unter dem zum Terminal, nicht nach dem Vorfall. 0340, merkt euch das, Leute. 0340, ich glaube, das ist der Code von der Tür da unten. Das war jetzt nicht so schwer. So, jetzt haben wir ein Schrott gekriegt. Ein Medikit. Wir haben einen Bauplan gefunden. Greifen Sie mir noch. Medikit. Wo ist das jetzt? Ja, dann spielen wir alle. Dann machen wir alle Geld. Ja, schön. Ich würde ja gern bauen. Aber mir fehlt noch was. Mir fehlt noch, was hat er da? Ich werde sowas von sterben. Und das oft wahrscheinlich. So, die sind eigentlich trotzdem alle zu hier. Hab ich ja gerade hergestellt. Ich hab doch gerade einen Strom hergestellt. Gut, der Schaß. Jetzt muss ich verwaschen. Würde ich ja gern.
ich mag Spiele nicht, wo ich überhaupt keine Hinweise bekomme. Hier gibt's keine Hinweise. Muss alles selber suchen. Oh, dann zeigt mir, glaube ich, wo ich hin muss. Ja, ich stelle ja den Strom wieder her, wenn ich nicht weiß, wie. Irgendwie hier. Irgendwo da oben. Wäre mir nur blöd zum Schauen. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab, schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Waits, Ende. Hä? So geht's. Oh, da war jemand. Bleibt stehen! Die Tür geht auf. Gehen wir jetzt nochmal rein. Das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Was zur Hölle ist hier passiert? In Yang. Torrents. Verdammt!
nicht zu machen. Es ist sehr dunkel hier. Macht mir Angst. Mag die Musik nicht. Kommen wir jetzt vorbei? Hier gibt es auch kein Vorbeikommen. Hier geht nach unten. Strom wieder herstellen, schon wieder mal. Auf. Hey, Schaffel! Fuck. Heißt der Schaffel, Bob? Das ist das gleiche wie beim auf YouTube. Ausrufezeichen Bugs, siehst du mal, wie viel Bugs du hast. Mit Ausrufezeichen Boss gibt es ein Spiel, da kannst du Bugs gewinnen. Du kannst flippen, außer das Aufrufezeichen Flip und was du halt flippen willst. Und alleine, wenn du schon hier bist, kriegst du auch Bugs. Also Bug, nicht Bugs, Entschuldigung. Nur Bug. Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle 75 hast du im Moment. Geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Und gleich mal alles verloren. Es tut mir leid, aber sie müssen nächste Woche nicht kommen. Du kannst aber warte mal.
Genau, da kannst du mitmachen. Archie. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten. Und ich könnte die Schuldner nicht mehr länger am Hin halten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol, keine Ahnung, wurscht. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen. Und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde das bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen, dass nur damit Sie sich hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Wo man das so schreibt, ist das einfach wurscht. An alle mit. Kann nicht freigeben. An alle mit. Wir können mal Marshall versucht, Probleme auf der Station und werden. Okay. Ah, warte mal. Da war was. Was ist Apollo? Apollo ist eine zentrale künstliche Intelligenz. Ich mache keine künstliche Intelligenz, sind alle böse. Ich kann nicht speichern. Nichts wohl. Hi Rabbi, danke fürs Abo. Vielen Dank für die Verlängerung. Wie geht's da denn? Drei Monate ist unser Abi schon. Abi, der Abi hier. Ja. Hallo Abi, der Abi schon Abonnent. That's cool. Hier war doch irgendwo eine Tür, wo ich nicht reinkommen bin. War die da? No entry. Ionenschneider benötigt. Das ist ja schön. Brauche ich einen Ionenschneider. Da war aber doch auch irgendwo eine Tür, da hinten war die. Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Ja, auch gut, danke. Die verschlossen, leckt mir doch am Arsch. Ionenschneider benötigt, ich habe keinen Ionenschneider. Ja, okay, wie gesagt, ja. Die Kurzarbeit nimmt langsam ein Ende, das heißt, ich muss wieder voll ins Berufsleben einsteigen. Wie haben Sie dann Brötchenschneider? Wir können dich auch abonnieren, Archie, wenn du willst. Natürlich, sehr gerne. Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns. Also wir können nicht follow. Abo kostet Geld hier, ja. Wo ist denn noch weiter? Ah, hier geht's rauf, oder? Oder runter? Da geht's gar nicht, ist sie. Hört mir auf! Ah, Schacht.
Haben wir denn jetzt? Und der Rabbi haut in ein Abo für Archie raus. Danke dir. Respekt. Jetzt hast du hier. Hier fällt alles auseinander. Jetzt hast du den Gizmo Emote. Das gilt eigentlich du. Hier kommt man nicht weiter. Kann ich einschalten? Kann ich stupsen? Komm, fahr! Aha, kann ich benutzen. Danke. Gott, wichtig. Ja, steht, man braucht 50 Follower. Rolli ist bei 44. Hoffen wir, dass man es bald schafft. Jemand. Ich hab das gesehen. Bleib stehen. Latschen mal über Leichen. Das da vorne muss der Ausgang sein. Gar nicht. Noch mehr Leichen. Die Türen sind jetzt aufgegangen. Was war das?
Okay, okay, warum? Ich habe keine Ahnung, was man braucht oder nicht. Ich will hier nur ein paar Sachen auswählen und später vielleicht auf YouTube weiterzumachen. Zurzeit streame ich nur bis 19 mit überster Technik. Wie mit dem Handy, das Bild vom Monitor. Oh, das ist. Wir schauen trotzdem vorbei. Lass dann gleich ein Follow bei dir da. Und nach dem Stream. Hier kommen wir nicht weiter. Ja, Google Maps hier. Regt's mir nicht so. Halt noch hin. Wo war ich denn noch nicht? Ah, hier überall schon. Das Fragezeichen. Fragezeichen, dass das Leichen sind. Kann gut drüber laufen. Da oben war ich noch nicht. Mich verstecken. Die Serie Away ist gut vom auf Netflix. Das wird schon, Archie. Ja, der Vorgänger, also Call Marines habe ich auch gehabt. Das war leider ein Scheißspiel. Sorry. Ich habe nicht so viel erwartet. Ist da jemand? Wo funkt's? Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Dann kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Ah, hier ist er, Schritt. Scheiße. Natürlich ist er zu. Danke, das nehme ich mal. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Ausrufezeichen, Boss könnte wieder. Wartungsheber eingesammelt. Sehr gut.
Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die scheiß Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, so um niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Haste. Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ich geh mal speichern. Wer weiß, was das gut ist. Outlast ist auch sehr heftig. Haben wir auch 100.000 Mal erschrocken beim Spiel. Ich hab's nicht mal durchgespielt. Muss ich auch mal machen, nochmal. Hier waren wir. Hier waren wir schon. Gib mir noch immer eins. Junge. Ist das jetzt weg? Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer! Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Sexton Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Thank you.
neugierig, was? Bisschen? Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Verbrechen. Ich hoffe, ihr Schiff gibt es wirklich. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Ja, du, ich geht aber speichern. Die Station ist alt und eigenwillig. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wir es zum Schiff schaffen. Okay, Herzchen zu mir. Ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Monster. Wir werden alle sterben. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Fühlst du dich sicher? Ich nämlich nicht. Ärger. Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Ach so. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie noch mal die Gelegenheit kriegen. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Ja, ja. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Na los, worauf warten Sie? Nehmen Sie sich die Taschenlampe. Wo denn? Bin ich blind oder sehe ich die Taschenlampen?
Oh, ich sehe Torschlampen. Torschlampen, ne? Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Hier lang. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Merci, boy. Ruhe schon. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Die ist am Headset, ja. So eins finde ich toll. Die könnt ihr wieder gucken. Alle anderen sind dann schon. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Okay. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Wir schaffen es, das Versprechen. Folgen Sie mir. Warte, ich muss kurz speichern. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Die sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Moment, ich glaube, ich habe was gehört. Fehlalarm. Hat das noch jemand gehört? Da drüben! Da ist jemand!
Ich bin tot, ich bin tot! Wie sollen da rauskommen? Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Leise! Irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein... Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Er hat sich selber ausgeschaltet? Nein! Ich bleib jetzt mal hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit! Ich bin froh, dass ich euch gefunden habe. Wer ist da? Kommen Sie raus, dann tun wir Ihnen nicht. Scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier Rauch. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? War vielleicht eine Ratte, hat sich verheddert und den Sicherheitsmechanismus ausgelöst. Eine Ratte? Muss eine verdammt große Ratte gewesen sein. Ich weiß doch auch das nicht. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber... macht uns hier Das war deine Idee, nicht meine. Wahrscheinlich die gleiche Person, die... Hey, was war das? Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Folgen Sie mir. Ich hab's geschafft, wo denn? Ja, dann geht doch! Wir gehen mal speichern. Ist mich verwaschen? Wie weit noch? Fast da. Entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Fertig. Ja. Auf drei. Eins, zwei, drei. Axel, hinter Ihnen. Was? Nein, Axel! Muss ihn retten. Komm her! Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt!
verdammter Parasit! Was ist denn geschehen? Shit! Hauen wir ab! Die anderen sind unterwegs! Wir müssen los! Jetzt! Hey, ihr Sackgesichter! Schnell! Er schießt sie! Scheiße! Ich glaube, er ist tot. Wir haben ihn umgebracht. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Axel heißt er, ja. Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Was war das? Wir müssen weiter. Also wir wissen, was das war. Macht auf da! Junge, Junge, Junge. Das kostet mir Nerven erst. Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Das Transitsystem von Sevastopol meldet heute einen guten Service. Das war ja super. Willkommen.
Ich bin ja gar nicht da. Jetzt bist du ja. Nutzen Sie die Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme ausschalten, stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Ah, hier kann ich einfach. Muss hierher, ist aber kein Aufzug. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Okay, mit Datenzelle finden. Vielleicht wollten sie wie wir einfach nur plündern. Willst du es wirklich riskieren? Okay, wir werden sie finden und töten. Hier lang! Was war das? Das. Scheiße. Jetzt bin ich. Oh Gott, ich muss alles nochmal machen. Thank you.
Scheiße. Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Ja, geht's oben. Unten geht's hier. Siehst du was? Lässt mich erzittern. Wozu? Nein! Ja, so bekommst du mir gar nicht sehen. Ach komm doch, leck mich am Arsch. Es ist nicht einfach. Ich habe mit der Schnappen gar nicht aufgeschaut. Du, jetzt probier's noch einmal, wenn's nicht schafft, dann geh ich laufen. Alte Stelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Das Transitsystem von Sevastopol meldet heute einen guten Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Wahrscheinlich eh. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Vielleicht wollte sie die Tür einfach nur plündern. Willst du es wirklich riskieren? Okay. Wir werden sie finden und töten. Was ist? Nein, nicht die Fackel. Ui, scheiß Fackel weg. Hm.
Am Hammer! Das ist schön, aber ich will mein Medikit benutzen, lieben. Jawohl, ich bin wieder da. Ich habe wieder volle Energie. Das bildest du dir nur ein. Wenn es die Kreatur gewesen wäre, wäre einer von uns längst verschwunden. Schicht im Schacht, so wisst ihr's. Nicht da. Haltet nach Bewegung Ausschau. Könnte überall sein. Zigarette töten. Und liegt Zigaretten. Otto. Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? Hat mich nicht gesehen. Zusammen, okay? Wir schaffen das schon. Ruhe. Was? Hast du das gehört? Oh shit. Warum nimmst du nicht die scheiß Waffe, Alter? Warum mit? Ich hab ihn mit dem Hammer erschlagen.
Wo haben wir jetzt immer getroffen? Da war ja gar keiner. Da war gerade das Alien, oder? Er blieb irgendwo was zum Speichern. Alter, Junge, Junge, das Spiel wird mir Nervenkosten hochziehen. Oh, das ist was zum Speichern. So. Damit wird das hier mal
Kann ich schon was Next Session? Oh, jawohl. Gut, brauche ich. Ah, nochmal speichern. Bitte warten. Bitte. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die erste Folge von Alien Isolation. Ich werde hier 100 Mal sterben, ich weiß jetzt schon. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Am nächsten Montag, wenn alles richtig, wenn alles klappt, wie ich das will. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bye bye, gute Nacht. Und danke für die neuen Abos. We'll be right back.